Moin Moin und herzlich willkommen zur 24. Folge meines Let's Plays zu Mario Rabbids Kingdom Battle. Ich bin euer Mr. Bebop und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ihr seid alle verdammt. Verdammt. Na, verdammt und zugenäht. Ach ja? Verdammt, zu minderwertiger Wahrsagerei, zu skandalösen Preisen. Wenn ihr jemand anders als Madame Bastrella aufsucht. Oh, gut. Vielen Dank. Aber ich errichte mein Haus lieber auf dem soliden Fundament von Wissenschaft und Vernunft, als auf sinnlosem Aberglauben. Dann wollt ihr nicht wissen, wo sich das Relikt befindet. Letzte Relikt natürlich. Eine Weissagung bitte. Jenseits der Gärten, unter den Bergen. Das Ding, das ihr sucht, liegt verborgen im Brunnen. Könnten wir einen Tipp bekommen, was das für ein Ding ist? Selbst das Licht von Vastrellas innerem Auge kann die Dunkelheit nicht aus allen Ecken der Ungewissheit verdrängen. Ach, Mario denkt auch, was hat die denn? Aber achtet, worauf ihr schreitet. Nicht alles ist, was es zu sein scheint. Sprechen wir über den Boden? Stolpert einer von uns? Oder sowas? Nein. Na gut. Ich glaube, wir haben genug Zeit mit diesem Theater verschwendet. Wir lassen dich jetzt weiter, Dorftrottel, um ihr Geld bringen, das sie für eingelegte Schweinefüße gespart haben. Junge, der Typ, ey. Guten Tag, Madame. Beep-O. Kleiner, witziger Roboter. Ja, ja, wir sind alle verdammt. Wir wissen es. Ja, verdammt. Wir haben es kapiert. Kiste bitte. Seltsamer Brunnen. Achso, das war das Kampffeld, ne? Ja. Dann in diese Richtung bitte. Oh, ein Pilz. Dankeschön. Schauriger Grobian. Das war eine lange Röhre. Power googeln, sehr schön. Wer beim Tarot einen lebendigen Rabbit zieht, der bringt in Zukunft Chaos, Zerstörung, Gelächter und eine Riesentoilette. Ja, vielleicht ist da was dran. Hier nächstes Kampffeld. Oh, besiege 8 Gegner.
muss auf jeden Fall Peach rausnehmen, weil die hat nicht mehr viele Lebenspunkte. Mario muss ja bleiben, leider. Ja, ich glaube, den nehme ich mal mit, oder? Ja, nehme ich mit. Und ihn auch. Neues Auto. Wen habe ich denn jetzt mit? Genau. Mario, Mario Hase und Luigi. Mario? Mario Hase. Ja, einen Hammer brauche ich nicht. Nutzt die Hammer so selten. Da spare ich mir die Münzen lieber. Weil ich so wie es ist. So, wir haben Mario Rabbit mit. Wird auch einen Lebensboost vertragen. Und Luigi, mein Freund. So, zwei Grobian am Start. Wir machen das mal anders. Ich komme nicht in Reichweite des Schusses. Ich glaube es nicht. Hier kriegt ein schönes Auto von mir. Los geht's! Nee, das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Stehen geblieben. Und nochmal. Schreien. Aua, das tut weh. Das kann ich nicht bringen. Mit Luigi so hart weglasern. Nein, nicht mal. Wieso, Luigi ist sowieso jetzt weg. Toll, dann hätte ich es auch machen können.
Ich treffe nicht viel von hier. Bitte treff einfach. Schade. Hätte klappen können. Das tut weh. Aua. Wunderbar. Schaden. Das ist... Ey. Ich glaube, das war eine sehr schlechte Runde jetzt gerade. Ja. Nummer 2 weg. Vielleicht auch eine schlechte Teamauswahl. Runde beenden. Schlacht neu starten. Ich habe eh verloren. Okay. Gib mir jetzt die extra Bonus. Egal. So. Ich mag den nicht spielen irgendwie. Peach mir halt. Na gut, ich habe halt schon, glaube ich, die beste Auswahl. Ich weiß es nicht. Wie gehen wir vor? Warte mal. Grätschen. Springen. Oben drauf. Und weg. So. Wir warten kurz. Grätschen, springen, wo wäre es am besten? Hier, oder? Kann ich nämlich von hier schön einen verpassen. Und weg. So, Luigi. Grätschen.
verstecken. Und Auto. Das war nicht gut. Gar nicht gut. Aber jetzt trifft er Mario und Luigi gleich in der nächsten Runde. Oder auch nicht. Doppelschuss, er ist weg. Ja, Mann. Wo haben wir hier Gegner in der Nähe? Haben wir nicht. Irgendwo da oben ist einer, ne? Genau da. Tschüss. Krieg keinen Schutz hin, Luigi. Der trifft, wäre so genial. Oh mein Gott, ja. Der war auch wichtig. Drei Gegner haben wir bis jetzt. Fünf müssen wir noch. Erstes schalten wir die Grobian aus. Oh nein. Ich dachte nicht, dass er so weit laufen kann. Oh, wichtig der Sprung. Ganz wichtig. Das tut weh. Mario ist gleich weg. Wo haben wir denn noch einen Gegner? Da oben irgendwo. Oder da. Warte, kommt. Ich muss mit EGS laufen. Da, wo er nicht hinkommt. Ich hoffe, das ist hier. Jo.
Ich würde Mario wieder treffen. Ach so, auch. Egal. So. So schnell, mein Freund. So. Wo haben wir jetzt noch Gegner? Nein. Weiter geht's. Also nicht in der Nähe. Oh oh. Bitte Sprungschaden, bitte. Krieg ich den von hier? Tatsächlich ja. Muss flüchten. Nützte nichts. Wie kann ich Luigi Schaden anrichten? Kann versuchen, den zu treffen. Aber zumindest die Deckung weg. Ich kann ja nichts machen mit dem kleinen Rabbit. Oh oh. Könnte ich theoretisch... Nein, kann ich nicht. Luigi hat noch ordentlich lieb, ne? Zumindestens. Das wäre mir nämlich wichtig. Oh, beide weg! Stark, aber Luigi leider K.O. Ist egal. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich aber auch sehr über ein Abo von euch freuen.
Und ja, ihr könnt mich gerne auch mal auf Twitch besuchen, da bin ich regelmäßig live. Da entstehen diese Videos hier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet und ein Follow da lassen würdet. Wäre nice. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal.